Der Künstler Hermann Josef Mispelbaum erstellt derzeit ein neues Denkmal für Übach-Palenberg. Weil so ein Denkmal Geld kostet, sind auch Sponsoren enorm wichtig. Die trafen sich jetzt zu einer ersten Pressekonferenz. In Übach-Palenberg entsteht eine Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus. Künstler Hermann Josef Mispelbaum erklärt auf einer Pressekonferenz Entstehung und Bedeutung. Die Stadt Übach-Palenberg hat mich gebeten, eine Skulptur zu entwerfen gegen den Rassismus, gegen das Vergessen und für die Opfer des Nationalsozialismus. Mir war bewusst, dass dies eine äußerst problematische und schwere Aufgabe ist und habe drei Alternativen der Stadt vorgelegt. Thematisiert und letztendlich entschieden hatte ich die Stadt für meine Skulptur Der stumme Zeuge, in Klammern die Unschuldsbeteuerung. Es ist eine sitzende, auf einem Sockel erhobene Figur, die die Hände groß verschränkend über die Brust als Unschuldsbeteuerung darstellt. An den Rändern der Figur entstehen kleine Generationen von nachfolgenden, heranwachsenden Kindern. Das heißt also, ich thematisiere die Väter, die Mütter dieser Zeit, die dich reden wollten. Nachdem wir die Diskussion über Stolpersteine auch in unserem Kulturausschuss durchgeführt haben und uns eigentlich einig waren, dass die Grundlagen für Stolpersteine in Übach-Palenberg nicht so deutlich gegeben sind, aber uns diesem Thema nähern wollten, haben wir überlegt, so ein Denkmal dann zu entwickeln und sind dann auch sehr schnell mit Herrn Mispelbaum, unserem Träger des Kunst- und Kulturpreises, ins Gespräch gekommen und so ist diese Idee entwickelt worden. Und wir sind heute sehr froh, dass wir das eben auf Basis hier der Sponsoren oder durch die Finanzierung der Sponsoren auch umsetzen können. Wir haben in unseren Ausschüssen entsprechende Diskussionen geführt, die auf sehr hohem Niveau waren. Es hatten auch intellektuell sehr hoch angesetzt waren, was mir sehr gefallen hat, sodass wir in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde aus Aachen dieses auch so entwickeln konnten. Das Denkmal soll, wie der Kreis zeigt, auf einer kleinen Anhöhe zwischen dem Kreisverkehr und dem Ü-Bad entstehen. Der Künstler hat klare Ziele. Wichtig war mir, dass ich eine Skulptur entworfen habe, die das vermittelt, was ich meine, aus der Zeit mitgenommen zu haben, nämlich das Schweigen der deutschen Generationen nach dem Kriege. Hierbei war mir wichtig, nicht den moralischen Zeigefinger zu erheben, weil keiner kann sich freisprechen von Schuld, sondern wichtig war mir, ein Kunstwerk zu schaffen, das zum Nachdenken und zum Innehalten auffordert. Ob mir dies gelungen ist, sei dahingestellt, das möge die Kritiker und die Betrachter für sich entscheiden. Durch die Sponsoren wird ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung gestellt. Warum übernehmen die Sponsoren diese Kosten gerne? Ja, Herr Bürgermeister Jungnitsch hat uns vor einigen Monaten gefragt, ob wir dieses Projekt, was er mit ähnlicher Leidenschaft vorgestellt hat wie gerade bei der Präsentation, gefragt, ob wir als Sponsoren das mit begleiten möchten. Das haben wir gerne getan. Die Kollegen der Sparkasse, die Kollegen der VR-Bank und ich von der Raiffeisenbank haben das sehr gerne getan und der Herr Winkens von Westenergie ebenfalls. Wir haben hier die Arbeitsplätze in der Region, wir fördern wichtige Projekte in der Region und springen immer dann ein, wenn sinnvolle Projekte wie hier in Übach-Palenberg vorgestellt und realisiert werden. Das Geld finden wir es hier sehr gut investiert für dieses Projekt und von daher haben wir das Geld gerne gegeben.